So, Leute, willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Oh yeah, beim letzten Mal haben wir das Horrorhaus abgeschlossen und haben hier die Wundaria Traumparade freigeschaltet. Bevor wir allerdings dahin gehen, wollen wir mal kurz zur Stadt zurückgehen. Ich habe das Spiel eben gestartet, das heißt, wir haben dann noch ein paar Sachen zu erledigen, denn ich meine, wir hätten noch die Schwertfähigkeit und die Bombenfähigkeit verbessert. Es ist für mich jetzt wieder eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal aufgezeichnet habe. Weiß ich überhaupt noch, wie alles geht? Ja, okay. So viele Knöpfe sind es ja Gott sei Dank nicht. So, die Message, die kam jetzt natürlich nicht für euch, weil die kam eben, als ich das Spiel gestartet habe. Ach ja, guck mal. Blaupause, genau. Das wird einmal für den Sprengsatz sein und einmal für die Schwertfähigkeit. Genau, vielen Dank. Kolossales Schwert. Und ja, da bin ich ja nach wie vor sehr gespannt, was da bitte draus wird. Gucken wir erstmal. So. Blum. Kolossales Schwert. Entwickeln bitte. Ah, guck mal, wir haben auch gleich keine Punkte mehr sozusagen. So. Das muss auf jeden Fall noch sein, bevor wir in die nächste Stage gehen. Wir sind ja auch sehr gut dabei bei den Wundaria-Ruinen. Alter. Okay. Das sieht wild aus. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, was ist die Beschreibung dazu? Kolossales Schwert. Erstmal ist es ein Punkt langsamer, aber dafür irgendwie 2,5 Punkte stärker. Dieses Schwert ist wahrhaft kolossal. In Schildform dient es auch perfekt zur Verteidigung. Wehre damit Angriffe ab und hol anschließend zum Gegenschlag aus. Schildform? Schildform? Ah. Krass, ein besserer Schild. Ah, Kirby kann sogar laufen. Cool. Das sieht ziemlich mächtig aus. Kugelblitz. Das ist einfach noch stärker. Es braucht sogar drei. Das können wir uns nicht mal leisten. Okay. Da geht's dann das nächste Mal hin zurück. Meine Sperlingspapageien rasten derweil im Zimmer aus und fliegen ganz knapp über meinen Kopf her. Wollt ihr hier landen? Ist okay. Wenn ihr so ein Gepiep im Hintergrund hört, ja, dann sind das wahrscheinlich meine beiden Schatzis. Wundaria-Ruinen. Okay, wir hatten, glaube ich, nur hier was verpasst. Genau. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Wundaria-Traumparade. Das andere holen wir dann bei einer anderen Gelegenheit nach. Da sind wir schon beim Boss, ne? Krass. Also, bald. Und danach geht's in eine Schneewelt. Ich sagte schon, da bin ich ein bisschen... Stille. Okay, gleich geht's hier übel ab. Das spüre ich. Okay. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie was aktivieren oder so. Wie zum Beispiel diesen Schalter und dann geht die Party ab. Achtung, Achtung, 3, 2, 1. Ah, schön. Checkpoint. Ich wollte mal sagen, hier, das hat doch schon förmlich danach geschrien, dass genau sowas passiert. Mein Gott, kolossales Schwert. Wahrscheinlich reicht es da einfach einmal zuzulangen. Aber es macht halt einfach Spaß, so richtig drauf zu knüppeln. Also ich muss sagen, hier die... Da hätte ich irgendwie aufpassen können. Tat ich aber nicht. Die dritte Welt gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. Die ist echt schön. Also einmal schlagen und gucken. Ja, das reicht. Ja, das reicht gegen die alle. Oh, muss ich hier wieder Entchen zu ihrer Mama bringen? Da bin ich doch definitiv für zu haben. Okay, sind nur zwei. Nur zwei. Also zwei Wagen. Wahrscheinlich aber wieder fünf Entchen für die Mama. Könnte ich mir vorstellen. Immer wenn ich irgendwas aktiviere, wie zum Beispiel... Oh, okay, die Entchen... Die paniken anscheinend auch. Schlaffähigkeit, ja, die möchten wir auf jeden Fall mal verbessern. Haben die jetzt gepanikt wegen des Gegners oder weil hier der Waggon durchgefahren ist? Werden wir sehen. Fünf Stück, ja, das war... Ich glaube, das letzte Mal waren es auch fünf Stück. Sollte also alles gut sein. Alter, Milch! Bestimmt für die Baby-Entchen. Eins, zwei, ja, guck mal hier. Fünf Stück. Für jedes Entchen eine. Und einmal alle abgeben, bitte. Ja...
5 verirrte Entchen endlich wieder bei ihrer Mama. Das ist so bestimmt, ja, das Oberste, natürlich. Wenn man die Wagen ja auch kaputt machen kann. Oh, oh. Okay. Wilder Modus spielen wir ja immerhin hier. Ne? Also aufpassen. Wie von einem Kirby-Spiel gewohnt. Kann uns alles an jeder Ecke umbringen. Die sind sogar 5 Stück. Ne? Das wird wahrscheinlich ein relativ ausführliches Level sein. Schätze ich mal. Das entnehme ich einfach mal der Levelstruktur. Ist das Teer? Ja. Vielleicht können wir gleich wieder ein bisschen sauber machen. Mit der Wasserfähigkeit. Also dem Vollstopfwassermodus. Wie auch immer man ihn nennen möchte. Na, Tornado. Nee, ich möchte schon das kolossale Schwert behalten, jetzt wo ich es neu habe, ne? Wir sind aber noch ein paar Stufen. Das sieht ja fast aus wie ein Sekret, aber scheint keins zu sein. Apropos Sekret, ne? Bisher muss ich sagen, sind die Secrets eigentlich immer echt sehr fair versteckt. Das ist nämlich nicht bei allen modernen Spielen der Fall. Bei Yoshi's Woolly World muss ich mal dran denken, wo die Geheimnisse teilweise echt, ja, springen an irgendeiner Stelle random hoch, um einen random unsichtbaren Block zu finden, waren. Das war dann nicht ganz so schön. Aber hier, na, eigentlich, bisher musste ich nichts nachgucken. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Okay, da will das Spiel, dass ich lang gehe, dann... Nein, mein Schwert! Gehen wir hier lang! Oh, Gottes Willen. Okay, sonst nichts weiter. Gut, dann führe mich in den Turm hinein, wo es sicherlich mindestens einen weiteren Waddle Dee zu finden gibt. Vielleicht sogar eine Aufgabe, so nach dem Motto, finde! Oh, oh, ja, Moment. Moment! Na, wenn das mal nicht wieder so eine Timer-Sache ist. Was passiert hier? Aha, eine Abkürzung. Eine Abkürzung, so, so. Kann ich mir die Strecke vorher angucken? Nicht, dass da, wenn ich jetzt den Umweg fahre, irgendwas verpasst wird, aber sieht nicht so aus. Guck mal hier, wir stellen das Hütchen sogar extra auf die Fahrbahn, ne? So nach dem Motto, nein Leute, hier geht's nicht weiter. Achtung, Achtung, bitte, bitte, Ausweg fahren. So, mit der 99, ja, yeah, okay. So, was hätte ich schlagen müssen? 5 Sekunden, ja. Da hätte man sich ja schon gefragt, so, aber wie soll denn das funktionieren? Tja, wenn man cheatet, dann geht das. Wie bei der Cheat-Pause, der Schummelpause bei Golden Sun. Im Kolosseum. Perfekt, aber da geht's noch weiter da hinten. Oder ist wahrscheinlich einfach nur der Ausgang. Warte mal. Der blaue Stern ist ja nur ein neuer Versuch. Ja, genau. Okay. Schön, schön, schön. Boah, Schneewelt, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich nicht Bock auf eine Schneewelt habe. Mal gucken, ne? Man kann immer überrascht werden, zum Beispiel Rayman Origins. Oder was, Legends? Nee, Rayman Legends, glaube ich. Was wir mal vor ein paar Jahren im Stream gespielt haben. Das hatte tatsächlich richtig tolle Wasserlevel, finde ich. Die haben sehr viel Spaß gemacht da, deswegen auch hier, ne? Ich weiß gar nicht, was das ist mit mir und Eislevel. Irgendwie, ich glaube... Also, Rutschmechanik ist natürlich einfach nicht geil in den meisten Fällen. Muss ich einfach so sagen. Sorry an alle Rutsch... Fans. Also ich meine jetzt nicht sowas wie bei den Pokémon-Rätseln, wo man einfach hin und her slidet. Sowas finde ich ganz witzig. Aber, warte mal, wie komme ich da hoch? Aber halt so generell, dass man hin und her slidet. Also Crash Bandicoot ist ein sehr gutes... Oh, warte mal, ich glaube, den brauche ich. Sehr gutes Anti-Beispiel. Beziehungsweise ein sehr gutes Beispiel für Dinge, wie ich es nicht mag. Crash Bandicoot 2. Ich komme nicht mehr hoch. Das ist, doof. Kann ich da landen? Ach, Gott sei Dank. Huiuiuiui. Guck mal, da hinten ist auch noch ein Plakat oder sowas. Ein Anti-Elfelin-Plakat. Ja, Rutschmechanik, ich weiß nicht. Ich mag auch generell irgendwie... Ich bin nicht so Fan von so einer typischen Eis... von so Eismechanik. Also, Eismechanik. Ich laber die ganze Zeit irgendwie Sachen, weil ich gerade mich im Kopf und Kragen rede.
Eisästhetik, so aus Schneegebirge und so. Das ist ganz nett so im Real Life, aber in Games brauche ich das nicht unbedingt, muss ich sagen. Da kommt auch immer drauf an, ne? So Polarzeug ist natürlich immer geil, aber so einfach so Schneeberge oder so, nee. Und dann am besten noch mit ganz viel Schnee, dass man gar nichts mehr sehen kann. Wieso ist die Kamera sich so? Hat das einen Grund? Kann ich irgendwo noch rein? Es wäre irgendwie schön, wenn der eine Typ da neu spawnen würde. Ich glaube nämlich, den brauche ich, um da hochzukommen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich fürchte aber, da werden wir nochmal rein müssen. Ja, der spawnt auch nicht neu. Kann ich die kaputt machen irgendwie? Nee. Na gut, okay. Message ist angekommen. Schade. Sehr, sehr schade. Okay. Da war ich gerade nicht sicher, wo die hinwollen, die Jungs. Aber wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wir haben da jetzt einen Waddle Dee halt übersehen. Und uns fehlt noch eine, ja, Pflichtsache, sage ich mal. Ich werde jetzt trotzdem nicht den Maulwurf nehmen. Klar, die wollen wahrscheinlich, dass ich mich hier unter den Dingern herducke. Aber ich bin gerade sehr happy mit diesem kolossalen Schwert. Vor allem, weil der so einen coolen Stachelschild hat, den ich jetzt noch kein einziges Mal benutzt habe. Aber potenziell ist es ein cooles Feature, ne? Bam, bam. Sehr gut. Kann ich da runter? Ja, wird es mich wahrscheinlich killen? Ja. Ja, potenziell schon. So. Bin ja schon gespannt auf den DDD-Fight. Man hat ihn ja im Trailer gesehen und ich werde auch leider andauernd konfrontiert auf YouTube mit dieses DDD-Theme, bla bla bla. Da konnte man leider irgendwie nicht drum herum. Ich habe nicht gezielt danach gesucht. Bleiben die weg? Nö. Aber cool, dass man die kaputt machen kann. Doch sicherlich auch irgendwie ein... Ah, unten rechts das Tutorial. Jetzt sehe ich es erst. Ich dachte die ganze Zeit... Ich hab nur kurz überflogen und dachte so, ja, die wollen mir damit zeigen, damit kannst du diese Metalldinger wegpusten. Dann habe ich nochmal genau hingeguckt und dann steht da, nein, nein, du kannst diese Wagen gegen diese Metallblöcke pusten. Oh, man kann tatsächlich Wasser ver... Oh, ich dachte, es wäre unendlich. Da dachte ich tatsächlich, es wäre unendlich. Wahrscheinlich habe ich einfach beim letzten Mal kaum was benutzt so richtig. Blub, blub, blub. So. Guck mal, da haben wir noch so ein... Noch eine Kapsel gefunden. Wir werden sehen, wie weit wir damit am Ende kommen. Ah, okay. Einfach nochmal neu vollstopfen. Ich frage mich, was ich tun muss. Ah, mehrere. Ah, das ist sogar ein Waddle Dee nur. Also nur. Das ist gut. Die Wand dahinter sieht aber auch brüchig aus. Ja, okay, wir haben einen verpasst. Das haben wir ja schon erwartet. Das war ja abzusehen nach dem Fauxpas im vorherigen Raum. Kann ich da noch mehr freischaufeln? Nö. Der Wasser-Kirby. Ist einfach seine wahre Gestalt. Das Oberbummelchen. Okay. Ja, ein Waddle Dee noch und eine Whatever Mission. Oh, Scheibenkleister. Lauf, Kirby! Boah, habt ihr das Ausweichmanöver gesehen? Viel zu wild. Crazy! Und Kirby ist fast so schnell wie die Dinger hier. Den habe ich fast übersehen gerade. Und der führt mich bestimmt an einen coolen Ort. Ich will ganz fest dran glauben. Ja, zum Beispiel an einen verstauten Waddle Dee. Okay, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir irgendwas kriegen, beziehungsweise wahrscheinlich wird es so wie... Ich glaube, da wird gleich Levelende sein und dann, ja, kommt gleich die Offenbarung, was hätten wir tun müssen. Hier alle Dosen boxen. Mal schauen, fällt mir noch irgendwas auf? Nee. Na gut, okay. Da bin ich gespannt. Ich trinke derweil ein Schlückchen. Nom nom nom. Was hätte ich tun sollen? Schließe den Abschnitt ab, ohne in Schlamm zu treten. Ach so.
Ja gut, dann nichts mit sauber machen, einfach nicht reintreten, ne? Baukröte, hui, der Panzer dieser Baukröte besteht ja aus einem Gebäude. Wer so aussieht, hat im Bestienbereich bestimmt etwas zu melden. Sonnenbäder stehen bei dir weit oben auf der Liste. Dafür klettert sie gern an hohe Orte und beansprucht das Gebiet für sich. Wie lange so eine Klettertour wohl dauert? I don't know. Sieht so aus, als würde ich das wissen. Riesenkabu. Oh. Der Kuppelstopfer Kirby. Hatten wir bisher schon mal was Doppeltes? Aber bei oben steht neu. Wahrscheinlich, ja, man kann bestimmt dort doppelte Sachen bekommen. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem... Achso, das ist immer das Gleiche. Sich auf eine Kuppel vollstopfen. Mund auf, Koppel rein. Und dann so lange drehen, bis sie mit einem Plop aufspringt und der Geheimnis preisgibt. Was sich verbirgt? Nun, das muss Kirby selbst herausfinden. Oh yeah, das muss er wohl. Unsere kleine Lieblingsknutschkugel. Fantabulos. Oder was? Der Boss. Leute, der Boss. Bing. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir genug. 21, das ist aber schon relativ hochgeklettert. Vor allen Dingen, es sind, glaube ich, ich weiß es immer noch nicht so. Was ist das denn? Sieht aus wie... Irgendwie dachte ich gerade zuerst an Mewtwo wegen der Kopfform. Ich weiß auch nicht. Die Waddleys haben dein Tor geöffnet. Yeah! Und neue Herausforderungen. Ihr wisst, was sie im nächsten Part machen werden, Leute. Herausforderungen ohne Ende. Ohne die Spezialpower Federtornado. Oh. Haben wir was übersehen etwa? Ich meine, das können wir ja nachfragen, ne? Wir können ja nachfragen, ob wir was übersehen haben. Mache ich, glaube ich, mal eben. Und im nächsten Part werden wir dann diese ganzen Zeitherausforderungen machen. Vielleicht holen wir auch schon nach, was wir verpasst haben und machen den Boss. Er hat auf jeden Fall was Neues zu sagen. Wie geht's dir, Kirby? Möchtest du etwa hören, was sich in der Welt so zugetragen hat? Nicht unbedingt. Ah, die Blaupause zum Entwickeln von Tornado ist in der zweiten Hälfte von die Wundaria-Traumparade im Gebiet Wundaria-Ruinen versteckt. Aha. Eine Autostopfertorte ist... Ja, okay. Okay, da haben wir also jetzt tatsächlich was übersehen. Ja, und was hast du zu sagen? Sag mal, was glaubst du, wofür das Bestienrudel die Waddleys eigentlich braucht? Ich hatte mich gerade mit ihnen angefreundet, als das Ruder auftauchte. Das kennen wir, glaube ich, schon. Ich glaube, das kennen wir schon. Naja, Wurst. Leute, im nächsten Part Zeit der Herausforderungen und vielleicht auch das ein oder andere Ding. Andere. Ciao.